junge Bremer haben just einen Bundespreis gewonnen, weil sie sich des Mediums Video bemächtigten und arglose Bremer an der Nase herumführten. Einblicke von Martina Theiss. Ich renn auch hinter Ihnen her. Früher haben Heranwachsende mit Zwillen auf Zuchtbullen geschossen. Das moderne Kind von heute dreht Filme im Stil der Zeit und belästigt arglose Bremer mit abseitigen Fragen. Kein Wunder, dass die derart bedrängten Bürger mit Ablehnung und Unverständnis reagieren. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Nee. Oh. Nee, heute nicht. Morgen vielleicht? Nein. Wussten Sie, dass Sie beim Niesen tausende von Gehirnzellen verlieren? Aha. Was für ein Ding? Dass Sie beim Niesen tausende von Gehirnzellen verlieren. Von Riesen? Vom Niesen. Vom Niesen? Ja. Die Leute haben vielleicht manchmal ein bisschen selber Schuld. Also es dreht sich jetzt um Gehörlose oder was? Gehirnzellen. Gehirnzellen? Ja, dann sollen die mal sofort aufhören mit den Discos. Dann werden die Zellen alle wieder normal. Das hartnäckige Insistieren der jungen Filmemacher ist nun mit einem ersten Preis veredelt worden. Im Wettbewerb Mach ein Video stachen sie alle 9- bis 11-Jährigen aus mit der Umfrage. Wussten sie, dass sie beim Niesen Gehirnzellen verlieren? Wusste ich nicht, aber wundert mich nicht. Und warum? Weil du so aussiehst, als würdest du ziemlich oft niesen. Nicht schlecht. Wo haben Sie die Erkenntnis denn her? Aus einem Buch von meinem Kameramann da. Ach so. Ja. Nee, aber es ist so. Was werden Sie denn dagegen unternehmen? Tja, musste ich meinen Doktor fragen, was der sagt. Und was ist, wenn er es auch bestätigt? Ja, du kannst doch das Niesen nicht unterdrücken, ne, wenn das kommt. Oder hast du das schon hingekriegt? Nö, also würden Sie es denn... Kriegen Sie es denn vielleicht hin? Nee, dann musst du die Nase zuhalten. Was kann man denn dagegen unternehmen? Weiß ich nicht, das frage ich Sie ja. Das weiß ich auch nicht. Das ist schade. Das ist gut. Das war gut, ja. Müssen wir noch gucken, ob das eine Krake ist. Man könnte Hannes und Maxi auch 12-jährige Autorenfilmer nennen. Sie waren Cutter, Regisseure und Darsteller in Zweien. Ihr Werk wurde ihnen ermöglicht durch das Nullsatzstudio, einer Schülerproduktionsstätte im Medienzentrum Walle. Man war stolz darauf, seinen Film gemacht zu haben. Damit war es dann auch getan. Aber man freute sich eben, dass man dafür noch eine Auszeichnung kriegte. Und dass man eben der Erste in ganz Deutschland war, der diesen Film geschafft hat, aus mehreren, auch 16 Konkurrenten. Das. Seid ihr jetzt was Besonderes in der Klasse? Nee, zum Glück nicht. Warum? Ja, weiß ich nicht. Sind immer so Streber und so, sagen sie dann gleich. Und das ist ein bisschen blöd. In der Tat trifft man hier weniger auf Schulstreber als auf Cracks der Computeranimationen und irren Ideen. Das Nullsatzstudio ist bundesweit einmalig und lässt all die, die des Bastelns müde sind, Videos machen. Hier ein Beispiel von reiferen Jugendlichen. Manches filmliebende Kind setzt hier sogar seine Karriere aufs Spiel. Wenn jüngere Schüler, 12-Jährige hier dauernd auflaufen und unsere Medien hier nutzen, und ich weiß aber, dass sie Schule schwänzen, dann muss ich da schon mal ein bisschen eingreifen. Ja. Wie greifen Sie denn ein? Naja, im Extremfall, das war jetzt bei einem Schüler so, der musste mir in der Tat nachweisen, jeden Mittag, wenn er dann kam nach der Schule, dass er auch in der Schule war, und war er nicht in der Schule, dann habe ich ihn wieder nach Hause geschickt. Von hier aus planen die jungen Preisträger ein neues Filmprojekt. Es ist tröstlich zu wissen, dass die Bremer Bürger sich von Hannes und Maxi nicht erschrecken ließen und souverän reagierten. Wussten Sie, dass Sie beim Niesen tausend von Gehirnzellen verlieren? Ja, wusste ich wohl. Mhm. Oh, Sie sind fast der Erste. Aber jetzt wissen Sie es, was würden Sie denn dagegen unternehmen? Nix. Warum nicht? Niesen und dann gehen wieder welche weg. Niesengeschichte, Jungs, und immer schön cool bleiben.